fantastic. Hier ist wieder Leons Live und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder zurück. Ja, der Grund, warum so lange keine Videos kamen, ich hatte jetzt einfach die letzten Tage ein bisschen Arbeitsstress gehabt, war viel unterwegs, aber jetzt bin ich da und ich dachte mir, ich muss mal ein Video machen zu dem aktuell wahrscheinlich in den Medien am allerstärksten kursierten Thema, nämlich dem Corona. Ich wollte aber mal in diesem Video so ein bisschen meine Meinung zu diesem ganzen Thema sagen, einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich von dem ganzen halte. Es ist ja mittlerweile schon so weit gekommen, dass jetzt sämtliche Veranstaltungen oder Fußballspiele abgesagt werden. In Fulda letztens zum Beispiel wurde die EFA-Messe abgesagt. Dadurch haben die Hotels viele, viele Verluste gemacht. Fußballspiele werden abgesagt, die NHL wurde jetzt abgesagt. Generell der ganze Sport steht momentan still. Und für mich als großen Fußballfan ist das natürlich keine schöne Nachricht. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, klar kann man es verstehen, dass man jetzt so viele Geisterspiele ansetzt. Aber auf der einen Seite macht es diesen Sport, finde ich persönlich, kaputt, weil gerade die Zuschauer im Stadion, dieses Live-Mitfiebern, diese Stimmung, die Stimmung der Fans, das ist eigentlich das, was den Sport ausmacht. Und wir haben jetzt die letzten Tage extrem viele Beispiele gesehen, wie es einfach aussieht, wenn Geisterspiele zu... Das scheiß Auto nervt mich. Wir haben es ja jetzt in den letzten Tagen gesehen, was die Geisterspiele für große Auswirkungen auf den Fußball hatten. Eintracht Frankfurt, die so heimstark sind, verlieren 3:0 gegen Basel in der Euroleague. Und gerade die Mannschaft und die Fans und die Trainer, die sagen ja immer, gerade daheim sind die Fans einfach das, was Frankfurt dazu macht, dass sie so starken Fußball daheim spielen. Und man hat einfach extrem gemerkt, dadurch, dass die Fans nicht da waren, dass sie einfach eine extrem schwache Leistung abgerufen haben. Und 3:0 zu Hause zu verlieren gegen Basel, macht natürlich das Rückspiel nicht gerade leichter. Bei dem anderen Spiel, was wir die letzten Tage gesehen haben, Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain, auch vor leeren Rängen. Nicht nur für mich zu Hause kam es relativ langweilig und unspannend vor, sondern auch man merkt es den Spielern auf dem Feld teilweise an, dass irgendwas fehlt. Und es kommt dann halt mehr so vor, als handelt es sich um ein Trainingsspiel oder um ein unwichtiges Spiel. Und dass es einfach Euro oder Champions League ist, das merkt man einfach nicht. Und ich finde es persönlich blöd. Man kann natürlich auf der einen Seite jetzt sagen, es ist richtig, dass jetzt der Sport erstmal stillgelegt wurde. Finde ich persönlich auch besser, wie jetzt die ganzen Spiele nur unter Ausschluss der Zuschauer auszutragen. Ist auf der einen Seite natürlich ganz richtig, aber auf der anderen Seite ist halt dieser ganze Hype, der um diesen Coronavirus rumgeht, finde ich persönlich sehr, sehr ätzend, weil man kann keine Medien mehr anschalten, sei es Fernsehen, sei es Radio, sei es das Internet, egal wo man sich befindet, ständig geht es um dieses Thema. Und mich persönlich nervt es, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil ich will eigentlich in Ruhe leben und ich will jetzt ständig mit diesem Thema konfrontiert werden. Und egal, wo du reinschaltest, jedes Mal kommt Coronavirus hier, Coronavirus da, die Ausweitung, was weiß ich. Ich wollte dieses Video gar nicht arg zu lang halten. Ich wollte einfach nur mal kurz meine Meinung zu diesem ganzen Thema loswerden und euch einfach mal fragen, was findet ihr richtig? Also findet ihr es jetzt richtig, dass der komplette Sport stillgelegt wurde? Findet ihr es richtig, dass es weitergehen würde unter Ausschluss der Zuschauer? Oder würdet ihr einfach ganz normal weiter in Sport sehen mit Zuschauern? Das würde mich persönlich mal interessieren, was ihr da denkt, weil ich habe in den letzten Tagen so viele verschiedene Meinungen gehört und es würde mich einfach mal sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Mittlerweile ist es ja auch schon so weit gegangen, dass teilweise Arbeiten abgesagt werden. Also, dass die Menschen daheim bleiben, schon ihren Arbeitsplatz gar nicht mehr besuchen. Und auch ich habe letzte Woche eine Mail bekommen, in der über diese Situation des Coronavirus berichtet wurde und dass wir jetzt entsprechende Maßnahmen dagegen ergreifen sollen und keinen Händedruck machen sollen mit anderen und was weiß ich. Und es ist tatsächlich auch nah davor, dass wir unsere Arbeit stilllegen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, es fahren keine Züge mehr. Es gibt keinen Regionalverkehr mehr, der mehr fahren würde. Es gibt keinen Güterverkehr mehr, der die Personen und die Kunden bedient. Wenn einfach nichts mehr fahren würde wegen diesem Coronavirus, man muss mal diesen Schritt weitergehen. Und das ist halt so momentan das große Problem. Es wird so viel Panik darüber verbreitet. Auf der einen Seite natürlich auch vollkommen zu Recht, aber auf der anderen Seite ist manchmal die Panik dann doch viel schlimmer, als die aktuelle Situation ist. Und das finde ich so ein bisschen das Schlimme daran. Wie gesagt, das war meine Meinung zu diesem Thema. Wie gesagt, stimmt hier oben mal im Infokasten ab oder unten in den Kommentaren, was ihr für die richtige Methode, für die richtige Maßnahme haltet. Zum Schluss dieses Video wollte ich nochmal auf das Champions League Rückspiel Paris gegen Dortmund zu sprechen kommen. Das haben wir ja leider 2:0 verloren. Unter, wie schon gesagt, Ausschuss der Zuschauer. Und man hat halt extrem gemerkt, dass Dortmund gerade in der zweiten Halbzeit deutlich dominanter war als eben Paris. Aber in der ersten Halbzeit, das war mal wieder katastrophal, wie die letzten Wochen davor eigentlich auch. Fehlpässe ohne Ende, keine richtigen Torchancen gehabt. In der zweiten Halbzeit dafür umso mehr Gas gegeben. Klar, das Tor kurz vor der Halbzeit war natürlich auch unnötig.
Und ja, dann haben wir es leider trotz der starken zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft, irgendwie Paris zu überwinden, irgendwie eine Möglichkeit gegen die zu bekommen, ein Tor zu erzielen. Und somit sind wir dann leider ausgeschieden. Aber die für mich spannendste Situation im ganzen Spiel war relativ kurz vor Schluss, wo Emre Can die glattrote Karte bekommen hat. Für diese angebliche Tätigkeit, schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ich persönlich finde, es hätte Gelb auch gereicht. Gerade Neymar und Co., die lassen sich ja auch schon sehr theatralisch fallen. Ich kann mich noch an eine Situation ganz am Anfang des Spiels erinnern, wo der Ellenbogen so ein bisschen rausging, wo er sich auch das Gesicht gehalten hat, obwohl nur die Brust getroffen wurde. Und generell dieses ganze Theatralische macht diesen Fußball kaputt. Und ich finde auch, es war jetzt nicht so schlimm, um sich da jetzt unbedingt hinfahren lassen zu müssen und einen auch schwer verletzen zu machen. Ja, der Schiedsrichter hat so entschieden, ich kannte den Schiedsrichter schon gut genug. Wir haben den schon öfter in Champions League Spielen gehabt, ich fand ihn noch nie gut. Im Endeffekt kann man nicht diskutieren, wir haben die erste Halbzeit vollkommen verkackt, das muss man ganz ehrlich so sagen. Die erste Halbzeit hat Paris dadurch natürlich dann sehr gut ausgenutzt und ihre zwei Tore gemacht und wir haben in der zweiten Halbzeit nichts mehr zustande bekommen und deswegen sind wir, muss man dann leider sagen, ausgeschieden. So, aber das war's an der Stelle mit diesem Video, Freunde. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung, es würde mich interessieren. Sehr gespannt, wie das Rückspiel mit Frankfurt weitergeht. Glaubt ihr noch dran, dass Frankfurt ein 3-0 drehen kann? Ich persönlich glaube es nicht, aber ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Frankfurt da irgendwie noch im Rückspiel was schaffen wird. Und mit den Worten habe ich nichts mehr übrig zu sagen, außer ich habe fertig, Freunde. Passt auf euch auf, schützt euch gut gegen den Coronavirus. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao. Aua.